Ja, und herzlich willkommen zurück zu Icewind Dale. Immer noch im Finsterforst und nach langer Wartezeit endlich wieder eine Folge. Das ärgert mich natürlich so ein bisschen, dass ich das momentan nicht so schaffe, aber ist halt leider so. Ja, wenn es wieder kälter draußen wird, dann wird wahrscheinlich auch wieder regelmäßiger was folgen. Auf jeden Fall werden wir hier uns hoch bewegen und die restlichen Feinde auf dieser Karte noch besiegen, wovon wir nicht alle sehen werden. Wir haben links weiter gleich noch eine Gruppe von Bären. Die habe ich rausgeschnitten, weil das halt nichts Besonderes mehr ist. Und hier vorne werden wir jetzt noch eben ein paar Trolle erledigen, bevor wir dann weiter Richtung Eingang gehen. Jetzt schauen wir doch mal. Das sind nämlich nicht gerade wenige, deswegen habe ich dort jetzt die spitzen Steine nämlich angesetzt und zauber mir hier wieder ein bisschen Verstärkung her, um ein bisschen Luft zu bekommen. Einer ist durchgekommen, die anderen wurden von dem Erdelementar, den ich beschworen habe, aufgehalten. Aber den einen werden wir natürlich schon vernichten. Dort versuche ich mit Auslöschung beizukommen. Und hat funktioniert. Und der bewegt sich weg. So, wollen wir die Säurewolke, Stinkwolke ansetzen. Jetzt wird die ganze Zeit pausiert, weil unsere beschworenen Kreaturen sterben. Deswegen werden wir mal eben schnell für einen Nachschub sorgen. Auch auf die Gefahren, dass wir eventuell Beschwörungslimit erreicht haben, dass sie trotzdem beide beschwören. Und schauen wir mal, was wir. Ja, magische Geschosse gehen ja immer. Die sind denn gar nicht zu schwach. Super. Super, super, super. So, die Trolle kriegen Schaden. Eine brennt noch. Das ist ein Feuerelementar. Nicht Erdelementar. Das ist ein Feuerelementar. Das ist ein Erdelementar, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Könnte auch Feuer gewesen sein, weil er so durchgezogen ist. So, wir müssen mal eben unser Waldläufer wegziehen. Der kriegt gerade zu viel Schaden. Den Rest sollten eigentlich unsere Magiebegabten hinbekommen. Dass wir hier eigentlich keinen großartigen Nahkämpfer mehr brauchen. So. Eben noch Säure verteilen. Und sollte. Der ist hinüber. Und der sollte auch durch den Rest erledigt werden. Und dann ist hier eigentlich Feierabend. Du hast meine Aufmerksamkeit. Die Spitzensteine laufen noch. Ja? Da oben konnte schon mal einer hinlaufen, ein bisschen rum und Karte aufdecken, auch wenn da nichts mehr ist. Da geht es mir einfach nur, dass ich die Karte aufgedeckt haben will. Da bin ich so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, was das Erkunden angeht. Das ist mir so noch von den Rollenspielen halt im Blut, dass man halt jede Ecke und jeden Winkel erkunden sollte, weil überall was sein könnte. Hat mir in manchen Spielen auch schon tatsächlich mal den einen oder anderen Speicherstand gekostet, weil ich dann halt eben länger nicht gespeichert hatte und in jede Ecke und Winkel gelaufen bin und dann da verrotzt bin. So, hier hatten wir noch eben einen Zauber, den ich jeweils nehmen kann, eben Heilung mit rein. Und dann was ist das auch? Ja, Feuerelementar. Super. Das war das Chaos-Schild. Das, jo, kann man so drinnen lassen. Der Gegner tut das auch schön. Super. Gut, gut. So, wie gesagt, unten links die Gruppe habe ich liegen lassen. Deswegen springen wir jetzt mal ganz schnell hier hin. Ich hatte zwischendurch schon gerastet, was man ja allein daran kennt, dass plötzlich wieder hell ist. Da oben sind jetzt zwei Eisgolems. Die tun jetzt erstmal so noch gar nichts. Das ist das Schöne. Das heißt, man kann sich hier erstmal in Ruhe platzieren. Und im Notfall auch Hilfe beschwören. Weil die greifen nämlich an, sobald man nämlich zu nah an die Tür geht. Das ist nämlich schon passiert. Da wollte ich mich eigentlich nur hinsetzen und noch eben schnell Hilfe beschwören. Aber da war ich mit meinem einen Charakter schon ein bisschen zu nah und habe die Eisgolems damit aktiviert.
Weil das sind auch schon Zeit, die man dann spart. Aber unsere Gruppe sollte theoretisch mit dem Eisbrüller bis so keine Probleme haben. Wohl die gut Schaden austeilen. Das ist nicht zu knapp, aber das einer schon weg. Und der andere fällt auch relativ schnell. Und dadurch geht die Tür jetzt nämlich auf und wir können hinein. Was natürlich erstmal durch eine Rast gespeichert wird. Weil ganz unvorbereitet wollen wir ja nicht in was Neues reingehen. Denn, wie man sieht, sind da doch schon wieder ein paar Gegner, die wir bekämpfen müssen. Und deswegen gehen wir erstmal da draußen wieder. Und sorgen für eine Runde Hast. Weil die möchte ich da drinnen nicht zaubern, die möchte ich dann hier draußen zaubern. Und dann haben wir ein bisschen mehr. Ja, ne? Ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen. Und können uns hier gleich mal eben wieder um. Genau, Seelenfresser, den Zauber habe ich glaube ich später noch wieder ausgetauscht, weil der für mich keinen sichtbaren Erfolg hatte. Ich weiß auch nicht mehr, gegen was ich den dann ausgetauscht habe. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich ihn überhaupt ausgetauscht habe. Ich meine aber ja. Ja, den habe ich ausgetauscht. Der hatte für mich keinen sichtbaren Effekt mehr, also keinen sichtbaren Erfolg. Und im schlimmsten Falle habe ich den einfach gegen nochmal Auslöschen ausgetauscht. Knochenasker, ja. Ah ja. So, da werden wir Auslöschen auch gleich mal im Einsetzen. Werden hier den Feuerelementar beschwören, der natürlich hier in der Eisgegend super Hilfestellung ist. So. Da ist was totgegangen, weil die Gruppe Erfahrung gesammelt hat. Da ist die Auslöschung erfolgreich gewesen. Das ist doch schön. Jetzt schauen wir mal weiter, dass wir die kleine Gruppe hier eben noch weggemetzelt kriegen. Das bringen wir eigentlich auf die bisher gut bewährte Taktik hin. Nahkämpfer halten gut weg. Die Zauberkundigen zaubern, wie sie können. Mit Beschwören. Mit den beschwörten Kreaturen. Und ansonsten. Weil wir haben bis jetzt auch eine relativ gute Ausrüstung zusammengestellt, finde ich. Auch wenn wir halt ziemlich stark auf Klingenwaffen ausgelegt sind, was ich jetzt gerade, wo ich Baldur's Gate in der Enhanced Edition nochmal spiele, ich dann festgestellt habe, was hier teilweise nicht unbedingt gut ist. Gerade in der Festung von Nalia. Nein. Da bin ich ziemlich böse an den Golems verrückt bin, aber das ist eine andere Sache. Das hat jetzt hier keine Relevanz. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher mit Baldur's Gate dann. Das soll ja auch irgendwann dann kommen. Ich wollte eigentlich ganz gerne Baldur's Gate in dem Big World Project spielen. Also sprich beide Teile in eins durch mit ach, hier habe ich nochmal eben eine Gestaltswandel eingesetzt von Jura. Ich habe sie eben in einem Feuerelementar verwandelt, um nochmal mehr Schaden auszuteilen. Und ja. Nee, also wie gesagt, da habe ich aber überlegen, das in eins durchzuspielen vom ersten Teil an mit bis zum Ende des zweiten beziehungsweise Ende des Add-ons. Und oder halt eben die Enhanced Edition zu nehmen. Weil die ja als, obwohl dann nur der Vorteil ist, dass die etwas aufgehübschter ist. Wie man sieht, ich spiele ja hier auch in der Standardfassung und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Habe ich jetzt auch nicht die Enhanced Edition genommen. Aber ich glaube, ich mache das. So ein bisschen mehr mit Flair. Ich muss auch sagen, ich finde die optische Aufhübschung, also die Enhanced Edition des ersten Teils von Baldur's Gate nicht so toll. Also von der Optik und den zweiten aber ja. Ich weiß nicht warum. Das ist halt so. Und die Enhanced Edition von Icewind Dale habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt.
Wollte ich aber auch nochmal machen. Einfach mal so. Ja, weil ich es kann. Ich mag das Spiel sehr und die Enhanced Edition ist für mich einfach nur ein Grund, das ganze Spiel nochmal durchzuspielen. Da habe ich so eine kleine Motivation nochmal es durchzuspielen, weil es ja doch relativ linear aufgebaut ist und ICD jetzt nicht so unbedingt so einen großen Wiederspielwert hat, finde ich, wie Baldur's Gate. Also nicht, dass es gar kein Wiederspielwert hat. Klar, man kann mit anderen Klassen kombinieren, aber du hast ja dadurch, dass du ja deine Gruppe, die erstellst, komplett ja schon immer deine Klassen zusammen. Du konntest natürlich auch in Baldur's Gate komplett eigene Gruppe erstellen, indem du einfach alleine im Multiplayer-Modus gespielt hast. Aber in der Regel hast du bei Baldur's Gate hier nur einen Charakter, den du erstellst und dementsprechend hast du ja den Wiederspielwert, indem du mit unterschiedlichen Klassen durchspielst. Was beim zweiten Teil ja auch dazu führt, dass du die unterschiedlichen Festungen ja sammeln kannst. Das hast du mal, hier ist bei Icewind Dale halt nicht so gegeben. Da hast du deine Gruppe und dann läufst du da so stumpf durch. Deswegen, also wie gesagt, da ist halt der Wiederspielwert nicht so hoch wie jetzt bei den anderen. Hier kann man allerhöchstens mit höheren Schwierigkeitsgraden arbeiten. So, hier haben wir nochmal gerastet. Also beziehungsweise das Rasten hat nicht ganz so funktioniert und deswegen habe ich das ein paar Mal probiert und dann ging es auch irgendwann. So, viele Edelsteine lassen die hier immer fallen. Und dann gucken wir uns weiter und bis zur nächsten Gruppe, die hier auf uns wartet. Das sind hier immer so kleine Grüppchen. Also die Karte ist nicht sonderlich groß. Dieses Gebiet, aber dadurch, dass hier ständig kleine Grüppchen, also nicht, das heißt kleine Grüppchen, dadurch, dass hier ständig Grüppchen sind von mehreren Kreaturen, also wirklich so kleine Mobs, die hier mal rumrennen, so kleine Mobhaufen, ist es natürlich schon happig dann immer, weil die dann entsprechend hart austeilen. Wie man jetzt sieht, also die Klerikerin jetzt auch gut einstecken müssen schon innerhalb der ersten ein, zwei Kampfrunden. Weil sie halt einfach falsch stand. Und das ist natürlich nicht so schön. Wenn wir jetzt die Hast nicht, dann hätten wir jetzt auch ein großes Problem, weil wir sonst die nicht so schnell auseinandernehmen könnten. Also Hast ist hier ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dem Bereich. Also es geht eigentlich schon nichts mehr ohne Hast. Einer der wichtigsten Zauber überhaupt, den der Magier im Petto haben sollte. Also deswegen, den sollte man mindestens zweimal immer vorbereitet haben. Ich spiele halt, normalerweise müsste der Magier auch noch ganz andere Zauber vorbereitet haben. Mit Schutzzaubern hast du nicht gesehen. Aber ich spiele halt sehr, sehr offensiv und weniger defensiv, weswegen ich auch öfters mal das Problem habe, dass ich neu laden muss, weil die Gruppe stirbt oder so, weil die Verteidigung einfach fehlt. Aber ich versuche halt lieber schnell möglichst viel Schaden auszuteilen, um die Gegnergruppe dann zu vernichten und dann mit einer Rast die verlorenen HP wieder auszugleichen. Was nicht immer von Erfolg gekrönt ist, aber auch eine komplett defensive Einstellung kann halt nicht immer hundertprozentig funktionieren. Und für mich ist halt die offensive Variante wirklich das, was ich am ehesten meinem Spielcharakter widerspiegelt. Weil ich halt lieber, ich mauere halt nicht so gerne. Ich bin erschöpft. In anderen Spielen eher ja, so in Aufbaustrategie-Spielen mauere ich halt auch immer lieber mich erstmal ein, da bin ich immer erst defensiv und baue dann in Ruhe meine Armee auf, um dann einen offensiven Schlag auszusetzen. Aber ich bin halt auch da, so wie hier, ein Mensch, der alles auf einen Angriff setzt. Das heißt, ich bin bei Aufbaustrategie-Spielen bin ich nicht so, dass ich halt auf mehreren Wellen arbeite, sondern ich sammle dann meine Einheiten und zack, ab, ein Angriff, möglichst viel Schaden und dann so, Reserve ist nicht unbedingt so viel. Also vielleicht habe ich ja nun wieder mal ein bisschen Reserve liegen, aber so viel ist es auch nicht. Das Einzige, was ich immer habe, ist irgendwie so ein kleiner Fluchtpunkt, so ein Notfallplan. Deswegen halte ich auch hier meistens immer ein, zwei Charaktere im Hintergrund, die im Notfall schnell das Weite suchen können. Was
Was natürlich dann blöd ist, wenn dann die Kleriker natürlich fallen. Aber auch hier, ne, ich habe meine Gegner tot beschworen, der Schaden macht, die Gegner abhält und nun kann ich in Ruhe die Gruppe dezimieren, beschädigen, bevor sie dann durchbrechen können. Ich habe ja dann hier auch schon die anderen Schaden. Wieso habe ich jetzt irgendwie einen Schurken gegangen? Wieso, das gibt es erst, dass hier den Schurken die ganze Zeit nicht angreifen lassen. Ach ja, der ist ja im Schatten versteckt, der soll ja nur scouten. Aber die Druiden hätte ich die ganze Zeit schon auch zaubern lassen können. Aber gut, die Magierin macht hier einen richtig guten Job. Die reißt hier alles weg. Also da sieht man halt eben, wie stark ein hochwertiger Magier sein kann. So, jetzt haben sie viel Schaden ausgeteilt. Jetzt können sie sich nach hinten verpieseln. Den Rest können dann die Nahkämpfer übernehmen. Die Unterstützung von den Untoten bekommen, die ich bespüre. Hätte ich ruhig früher schon mal machen können. So, und jetzt blockieren nämlich die Nahkämpfer noch den Zugang zu den magiebegabten Klassen und mit den paar Trollen da und dem Yeti werden wir so ohne Probleme fertig. Das ist ja nichts. Da kann sogar die Magierin nochmal in Ruhe eine Kugel rausschmeißen, die den Yeti dann nochmal lähmt. Und dann ist die Sache sowieso gegessen. Und so haben wir diese Gruppe schmerzfrei erledigt und haben minimalen Schaden kassiert. Was willst du denn jetzt tun? So. Also geht's hier weiter dann. Ein bisschen einsammeln. Wieder rasten. Du hast meine Aufmerksamkeit. Und dann weiter zur nächsten Truppe. Gruppe, ja. Wie wir natürlich schon ahnen können, erwartet hier schon der nächste Pulk auf uns, den wir natürlich mit unserem Schurken scouten werden, ein bisschen. Und es sind keine 5 Meter, da haben wir schon die nächste Gruppe laufen. Der kriechende Tod wird hier auch wieder gut was reißen können. Wir werden mal Auslöschung auf den einen Troll wirken, in der Hoffnung, dass der funktioniert und wegkommt. Und ne, der ging daneben. Das ist natürlich schade, aber jetzt können wir mal die Wasserwoge eben ansetzen, weil die ja ein Flächenanzug ist. Ein Yeti ist durchgegangen. Der wird den Nahkampfern jetzt natürlich erledigt. Ja, der kriegt einen Tod, der unten ganz gut was aushält. So, was haben wir denn hier noch gemacht? Ah ja, genau, wir wollen noch eben was nachbeschwören, damit nicht zu schnell hier hochkommen. Ja. So, muss ich meinem kurz zur Seite, hatte gerade ein bisschen was im Mund. Was hat beim Sprechen ein bisschen. Das ist dann so. Ja, wenn sich dann so ein Rachen. Das bildet, das ist. Naja, gut, das wollt ihr aber nicht wissen. Das ist halt so. Dass ich auch wieder ein wenig erkältet bin, ganz leicht, was mir im Sommer halt ganz viel immer passiert. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber na gut. Ich mach trotzdem weiter. So, die Gruppe hat auch schon wieder ganz gut einstecken müssen. Die Rest, es haben wir mehr überlebt als beim letzten Mal. Die letzten Reste hier, die werden dann von unseren Nahkämpfern ein bisschen begrüßt. Ich höre. So, warte mal, die muss ich abwählen, die beschwört gerade. Und da kommt der Feuerelementar und der wird dann schon austeilen, die Druiden mal eben wegziehen. Die haben sie ja alle aufs Korn genommen, die Klerikerin ziehe ich auch mit weg, lasse die in Ruhe. Achso, der eine Frostwurm ist tot,
Der ist kaputt gegangen. Ja? Nö, so. Ich denk gar nicht dran. War nur ein Scherz. Der Troll wird immer genommen. Du ziehst dich weg. Während der. Genau, jetzt hat der. Yeti. Ne, der Troll ein anderes Ziel genommen. Das heißt, wir können ihn angreifen. Bereit und auf alles gefasst. Mit schnellen Schadenszaubern. Während. Die Nahkämpfer damit beigehen. Die ist erledigt. Und so aber auch den letzten überlebenden Troll. Das heißt, unser Schurke wird auch eben den Nahkampf wechseln, weil auch die Nähe bringt im Fernangriff halt nichts. Verständlicherweise. Und dann war es auch. So, jetzt heile ich hier die Gruppe, weil ich ein paar Mal versucht habe zu rasten. Das hat nicht geklappt. Dass ich mir dann gedacht habe, so, okay, jetzt scheiße ich drauf. Jetzt wird hochgeheilt und. Da muss ich halt mit den Schadenszaubern klarkommen, die ich dann halt da habe. Zumindest ist das halt so. Was soll ich denn sonst die Heilzauber eingepackt? Im Gefecht bringen die einem ja nicht wirklich was, weil, ja, dafür dauert das Wirken einfach zu lange. Ja, das sollte eigentlich ausreichen. Und dann schauen wir uns hier weiter um. Ja, da ist eine Brücke, das kann doch nicht gut sein. Da ist aber bestimmt wieder was. Na gut. Und ach nee, doch nicht. Wir sind am Ende angekommen. Also man hat gesehen, der Weg war gar nicht so lang. Aber vollgepackt mit Feinden. Also da, wer da unvorsichtig ist, erleidet einen schnellen Tod. Und wir gehen jetzt in die nächste Ebene und da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, gehabt euch wohl.